Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Für das heutige Video habe ich mir direkt mal einen der neuen Blöcke genommen. Der heißt Botanic Garden. Ich blätter hier den noch einmal mit euch durch. Die Blätter waren wieder sehr schwer zu kombinieren, aber das ist ja leider häufiger so bei Actionblöcken. Aber nichtsdestotrotz habe ich 16 Karten vorbereitet und ja, ich freue mich darauf, die jetzt gleich mit euch zu basteln. Genau, da bin ich auch schon durch und ich würde sagen, los geht's. Die Papiere sind schon schön. Genau, der erste Sketch, eine quadratische Karte. Da habe ich mir erst mein Designpapier zurechtgeschnitten. Und das Mattungspapier ist übrigens auch ein Designpapier, dieses dunkelblaue, womit ich auch den Kreis da im Hintergrund ausgestanzt habe. Also die Kreise habe ich da dreimal die gleiche Kreisstanze verwendet, halt einmal in weiß. So, da zeige ich euch, das sind die Clear Stamps und kleine Sprüche ist das, glaube ich. Das habe ich mir unten hingestempelt auf den weißen Kreis. Dann habe ich mir noch eben diesen dunkelblauen Kreis aus der Mattung rausgestanzt. Und da seht ihr auch, dass da auf der Rückseite ein Design ist. Genau, das grüne Papier ist einfach grünes Tonpapier. Das habe ich mir mal bei Amazon bestellt, weil mir die Farbe einfach fehlte. Jetzt habe ich erstmal genug. Genau, dann habe ich erstmal den Kreis, ziemlich den blauen Kreis weiter oben rechts so in die Ecke gesetzt. Achso, jetzt zeige ich euch noch die Emboss-Sticker, die ich verwendet habe. Unter anderem, ich habe auch noch zwei andere Sheets verwendet, aber ich fand irgendwie hat das gepasst. Ich weiß nicht wieso. Ich fand es einfach. Auf jeden Fall habe ich mir dann noch diesen Halbkreis da so drüber geklebt und jetzt habe ich mir da so eine Bordüre genommen von diesen Stickern und die kürze ich mir jetzt erstmal auf die richtige Länge. Genau, dann mache ich da nochmal Klebeband mit meiner LTG hinter, weil so doll kleben die embossten Sticker ja leider nicht. Genau, dann seht ihr, habe ich das über beide Kreise so ungefähr drüber geklebt. Und genau, da passte das mit den Maßen nicht richtig, da war musste ich noch ein kleines Action abschneiden. So, dann habe ich mir jetzt diese schönen Stickerlinien von Love from Lizzie rausgesucht. Die sind wirklich wunderschön. Die sind auch so etwas dicker und so metallischer. Ist eine ganz tolle Farbe. Aber solche Farben verwendet man halt äußerst selten, ne? Genau. Guckt euch mal das Papier mit den Pfauenaugen an. Das ist echt schön. Also schöne Papiere sind schon, auch wenn sie schwer zu kombinieren sind, ne? Genau. Dann umschlagen. Klebeband drauf mit der ATG. Das packe ich dann auf meine Mattung drauf. In der Mitte habe ich jetzt keinen Klebestreifen gemacht, weil da ist eh das Loch. Hätte nichts gebracht. Und auch da passt mir das wieder nicht. Und ich glaube, ja genau, da mache ich, nee, der Rohling passt doch. Dann sonst kürze ich mir den nämlich auch nochmal. Aber in dem Fall passt es ja. So. Ich glaube, bei der Karte mache ich direkt einen Fehler. Ich wollte eigentlich, genau, erstmal erhöhe ich mir mit dem 1 mm Foam Tape vom Action den Kreis mit meinem Spruch. Und, boah, heute habe ich wirklich so ein Brett vom Kopf. Also manchmal laber ich ja ohne Ende und heute kriege ich keine drei Sätze zusammen. So, dann habe ich mir das auf jeden Fall erstmal aufgeklebt und jetzt nehme ich den falschen Sticker. Eigentlich wollte ich so einen großen nehmen von dem anderen Sticker-Sheet, aber ich wusste, ich wollte diesen Sticker schon für irgendwas verwenden, aber eigentlich wollte ich den für die nächste Karte verwenden. Und da musste ich für die nächste Karte mir leider was anderes raussuchen. Eine Alternative, die ist nicht so schön, wie das mit denen gewesen wäre. Naja, die Sticker passen jetzt schon zu der Karte, aber ich bin mit dem anderen Sticker halt nicht so zufrieden. Aber egal. Ist auch in Ordnung, aber der andere hat besser gepasst einfach. Genau, die klebe ich mir dann jetzt mit Flüssigkleber auf. Weil, wie gesagt, im Boston-Sticker kleben leider nicht so gut. Ich glaube, jetzt ist mir das aufgefallen. Ja, so ein Mist. Kann ich das noch abmachen? Nein, klebt schon. Zu spät. Aber dann mache ich mir jetzt noch Halbperlen drauf. Die sind vom Action. Die haben so ein spezielles Grün. Genau, die klebe ich mir auch immer mit Flüssigkleber auf. Die sind zwar auch so Klebedingern drauf, aber ich finde das nicht schön, wenn man das abschneidet und draufklebt, weil dann sieht man so die,
überstehen den Klebereste und das ist nicht so mein Fall. Deswegen klebe ich mir das direkt mit Flüssigkleber auf. Ist manchmal ganz schön eine Fummelei, die da auch abzukriegen und dann da drauf zu kriegen, aber es geht schon. Genau, und dann ist die Karte auch fertig. Eigentlich wollte ich auch so einen großen Sticker nehmen für den Kreis, aber egal. Oh, jetzt kommt der nächste Sketch, da ist auch unheimlich viel drauf los. Ich habe aber tatsächlich fast alles davon verwendet. Genau, da habe ich mir erstmal mit so einer Bordürenrahmen, so eine Rahmenstanze, so eine Rechteckstanze, das Ding, was ich jetzt da klebe. Das ist eine Rechteckstanze gewesen, die so Wellen hatte außen, wunderschön. Und da habe ich mir ein Designpapier zurechtgeschnitten und klebe das dann zentriert auf. Links und rechts der Abstand ist schmaler als oben und unten. Das ist nun mal so. Komme ich mit klar. Dann habe ich hier wieder so eine, ja, Bordüre ist es ja nicht, aber so ein Liniensticker mit Druck drauf. Druck drauf? Auch da, also das ist der Bedruckteil, ne? So ein Embossen-Sticker halt, als Linie. Da gucke ich jetzt, dass ich mir das ziemlich weit links anlege und dann fällt mir aber auf, ich muss es ja, so passt das nicht, ich muss das schon genau anlegen, ne? Ist ja. Ich hatte die andere Hälfte ja schon verwendet, also passt das natürlich auch genau. So, und weil mir der weiße Streifen da nicht gefällt, also es ist quasi halbiert, ist die andere Karte hat die andere Hälfte jetzt von der Breite her gesehen. Genau, da mache ich mir dann oben noch und unten noch Glitzerstickerlinien drunter, da brauche ich nicht viel, weil das meiste wird eh überdeckt, aber da überklebe ich diesen weißen Rand zum Beispiel. Weil das hätte nicht ausgesehen. Besonders nicht, weil nur die eine Seite einen weißen Rand hatte und die andere nicht. So, das klebe ich mir jetzt mal mit meinem ATG-Pistole auf, meine Mattung auf. Und das klebe ich mir dann auf meinen Kartenrolling auf. Genau, und dann habe ich mir ein anderes Designpapier zurechtgeschnitten. Das habe ich geguckt, dass das halt in dieses Stanzteil, in dieses Grüne reinpasst. Das habe ich mir mit dem Lineal ausgemessen und das wird jetzt so da drüber geklebt. Das ist auch so wie auf dem Sketch, dass oben und unten das so rausguckt. Genau, das habe ich jetzt selber dazu genommen, weil da fehlte noch was und ich wollte keinen weiteren. Ich habe da keine Steinchen oder sowas, weil da echt schon genug drauf los ist, finde ich. Deswegen habe ich da mir noch ein Fähnchen aus so Glitzerkarton zurechtgeschnitten. Oh, ich glaube, ich muss gleich lesen. Tut mir leid, ich habe so furchtbar Allergien. So, da erhöhe ich mir mein Oval wieder mit Formtape vom Action. Das benutze ich, wie gesagt, sehr, sehr gerne. Und genau, da habe ich mir meinen Spruch halt so rechts hingestempelt. Ich gucke halt immer, welche Sticker ich verwende, das mache ich schon vorher und gucke, wo ich dann Platz habe für meine Sprüche. So, und da habe ich jetzt den Baum genommen. Eigentlich sollte da der andere hin. Aber es hat farblich und so jetzt auch ganz gut dazu gepasst. Deswegen ist schon okay. Weiß ich, nehme ich so noch ein Blättchen dazu? Ich glaube schon. Jo. Genau, und das ist dann auch mit der Karte. Aber echt, da ist echt viel drauf los und auf Würfel ist das aber in Ordnung, aber diese Girlande, die danach war, das wäre zu viel gewesen. So, eine Karte im Querformat, genau. Da habe ich mir, ah ja, das ist so ein Zufallsding gewesen, da hatte ich eigentlich die andere Seite von diesem Designpapier, was ich jetzt klebe, benutzen wollen. Und da habe ich das umgedreht und dann hat es perfekt zu dem großen Designpapier, was ich mir da links zurechtgeschnitten habe, gepasst. Ja, war gar nicht so geplant, aber bin sehr zufrieden damit. Genau, also links habe ich mir den Aufleger zurechtgeschnitten aus dem Designpapier und dann habe ich mit dem gleichen Abstand quasi gekürzt hin nach oben und nach unten links rechts so, dass da auch der gleiche Abstand wieder ist. Und ich habe mir das dann halt mit Rosa gemattet, damit das noch ein bisschen mehr raussticht. Und ich finde, das sieht sehr hübsch aus. So, dann habe ich mir meinen Spruch auf so ein kleines Reststückchen Papier drauf gestempelt, da so ein Eckchen abgeschnitten und ich schmeiß das direkt mal weg. Aber jetzt klebe ich ihn auf.
Und dann habe ich mir mit so einer Fähnchenstanze vier so kleine Fähnchen. Die Stanze ist so, wie die Fähnchen jetzt aussehen, tatsächlich. Ich weiß auch nicht, wo ich die her habe. Aber ich bin froh, dass ich sie habe. Hätte ich das alles mit. Weil ich habe so ein Sketch schon mal mit Hand ausgeschnitten, so. Und ja, das sieht einfach nicht so ordentlich aus, weil die Fähnchen alle unterschiedlich aussehen, ne? Deswegen bin ich da ganz froh drum. Die klebe ich mir, also ich habe die Karte gedreht, wie ihr sehen könnt, und dann klebe ich mir links und rechts die glitzernden hin und dann mit gleichem Abstand eben noch diesen aus Glanzkarton und das einfach rosane Fähnchen. Dann mache ich mir Klebeband von der Rückseite drauf, weil wie ihr seht, kann ich mir auch das Schleifenband. Das mache ich so, dass das so direkt anliegend ist, als würden die Fähnchen da so dran hängen. Das war auf dem Sketch auch so. Nur, dass ich jetzt noch ein Schleifchen dazu nehme, das war vorher nicht so. Ich weiß nicht, für mich gehörte das einfach dazu. Da fummel ich ein bisschen dran rum, bis es denn passt. So ganz zufrieden bin ich immer noch nicht. Jo. Und dann klebe ich mir das mit so doppelseitigem Klebeband von hinten fest. Ich habe hier mal das Schmalere genommen, weil ich die Rolle unbedingt aufbrauchen will. Ich habe noch so viele davon. Und ja. Können wir mal eine leer machen, ne? Da ist jetzt auch nicht mehr so viel drauf, deswegen geht das schon. Genau, dann auch nochmal mit den anderen beiden Seiten mit ATG-Tape und Matten. Und dann geht das Ganze auch schon auf den Kartenrolling. Da hat es noch nicht so ganz gepasst, da muss ich noch ein bisschen nachkürzen. Oh, da wollte die Kleberolle nicht. Hat sie mich geärgert. Dann denke ich, hä, warum klebt das denn so komisch ab? Und dann sehe ich, ach, ist das gerissen? Ich dachte, das ist gerissen, aber das ist gar nicht gerissen. Das ist nur komisch umgeschlagen tatsächlich. Irgendwie hat sich das nicht richtig aufgerollt. Ja, und man sieht, es ist sowieso nur noch so wenig Klebeband drin. Heißt, gleich darf ich ja noch die Rolle wechseln im Video. Aber jetzt noch nicht, weil wir wollen ja nichts verschwenden, da ist noch was drauf. Ne? Und dafür ist es zu teuer und zu schade. So, dann jetzt nochmal alles festkleben. Und jetzt geht's auch mal hin. Genau, da mache ich glaube ich auch keine Glitzersteinchen drauf. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ich glaube, da war mir auch eigentlich genug drauf. Durch die ganzen Glitzerfähnchen. Genau, dann mache ich das Band nochmal fest an der Stelle, dass das auch so bleibt, wie es soll. Da schlage ich mir den Glue dort einfach ein paar Mal um sozusagen. Dann kommen wir zum nächsten Sketch. Ja, auf den ganzen Sketchen ist ziemlich viel los, deswegen brauche ich auch länger für die Karten. So, da ist ein anderes Stempelset von Crafts Emotions, das heißt irgendwas mit Handlettering, ihr werdet es gesehen haben. Genau, da habe ich mir zwei Designpapiere rausgesucht. Und eben eins, das ziemlich groß ist und eins, das noch unten so einen Rand ergibt. Das klebe ich mir dann mit Washi-Tape von hinten fest. Und ja, da das ist nicht perfekt gleich groß, deswegen muss ich da noch ein bisschen was kürzen. Und auf jeden Fall ist auf den ganzen Sketchen von MFT so viel los, da dauert das Kartenverbreiten und die Videos tatsächlich auch länger, ist mir aufgefallen, ne? Ist mir aufgefallen. Okay, beim Sonntagsvideo, da geht's ja eigentlich immer. Das ist immer das kürzeste Video der Woche. So, da mache ich eine Stickerlinie. Die ist so ein bisschen breiter von Love from Lizzie. Die schlage ich mir um und von der gleichen Farbe habe ich auch noch so Wellenstickerlinien. Und auf dem Sketch war das unten, dass da so eine Bordüre ist, aber nee, das hat mir nicht gefallen. Dann dachte ich ja, so ein klein, so ein bisschen dezenter, das kann man schon machen. Und das habe ich auch gemacht. Genau. Und dann klebe ich mir das Ganze schon auf meine Mattung drauf. Wo ich diesen Farbton her habe, weiß ich auch nicht. Der ist auf jeden Fall richtig schön. Also jetzt von der Mattung da. Ne? Ist mal was ganz anderes. Ja. Genau, und dann passt da auch wieder was nicht. Muss ich auch wieder was kürzen. Zack.
Genau, dann seht ihr im Hintergrund, ich hatte mir eben ein Rechteck gestanzt, also jetzt die Karte wird auch noch gekürzt, ich hatte mir dann ein Rechteck gestanzt in Weiß, da habe ich meinen Stempelspruch drauf gestempelt, ne, oben hin, also eher oben als unten, also mittig oben, könnte man sagen. Und ja, da hatte ich mir eben auch geguckt, welchen Sticker ich den lege, dann habe ich aus grünem Papier noch ein schmales Rechteck geschnitten, weil auf dem Sketch halt auch so ein Rechteck dahinter war, das war zwar breiter, ich habe es jetzt schmaler gemacht, mir gefällt das so gut. Weil ich noch genug vom Designpapier sehen wollte, das klebe ich dann so rechts hin. Und das klebe ich so hin, das Weiße, dass es quasi links das Designpapier genauso viel Abstand hat, wie rechts das Designpapier der Abstand zu dem Grünen ist. Sozusagen. Und halt ein bisschen runter, ein bisschen unter das Grüne, so dass das halt auf das untere Designpapier drauf geht. So. Dann nehme ich hier Klebequadrate, dann erhöhe ich mir meinen embossten Sticker damit. Genau, und dann, ah ja, fehlte mir dann noch was, deswegen habe ich mir da so ein Schleifchen noch gebunden. Obwohl eigentlich schon viele Elemente auf dem Sketch drauf sind, aber es hat mir einfach trotzdem noch was gefehlt. Und da kämpfe ich noch ein bisschen mit dem Schleifenband, aber zum Schluss geht es eigentlich mit der Schleife. Die Rolle habe ich mir mal in verschiedenen Farben bei, ich weiß es gar nicht, bei AliExpress oder bei Temu bestellt. Das weiß ich gerade nicht. Aber ich denke, man wird es bei beiden kriegen. Oh, dann wieder ein Glue-Dot von Crafters Companion. Die sind leider ein bisschen groß, aber ich habe davon noch eine Packung. Ich habe mir das im Doppelpack bestellt. Beim nächsten Mal bestelle ich mir aber wieder die kleinen. Die von Artemio waren richtig gut, aber ich kriege die nicht mehr. So, da klebe ich mir unten rechts in die Ecke und dann nehme ich, glaube ich, hier noch Glitzersteinchen. Genau, die heißen Essentials und sind von Creative Past. Die hat einen Shop beim AliExpress. Und das sind wunderschöne Glittersteine. Und dann nehme ich mir diese weißen. Ich hatte erst die Türkisen genommen, aber irgendwie sind die untergegangen und deshalb habe ich mir die genommen. Und die glitzern auch wunderschön. Die sind wirklich toll. So, dann wieder eine quadratische Karte. Genau, zwei verschiedene Designpapiere. Drei eigentlich. Immer. Genau, auf jeden Fall habe ich mir bei den roten Tönen oder Bordeaux-Tönen immer so Kraftfarben genommen. Als Mattung. Dann das kleine Quadrat ist halt auch ein Quadrat. Ja, es ist natürlich so, dass es überall der gleiche Abstand ist zum großen Quadrat, aber das ist, bei einem Quadrat ist ein Quadrat, ne? Beim Rechteck kann das schon mal schmaler oder breiter sein, aber ein Quadrat ist ein Quadrat. Also, falls ihr versteht, was ich meine. Auf jeden Fall, jetzt ist das Ding auch noch leer. Tja, dann wird halt gewechselt. Im Moment habe ich das Gefühl, in jedem Video wechsle ich irgendwie. Keine Ahnung. Ich habe nicht mehr viele davon. Ich glaube, ich habe nur noch 5 Rollen oder 6 oder so. Und dann werde ich meine gelbe ATG nehmen. Dafür habe ich auch noch ein paar Rollen und dann muss ich erstmal wieder neu bestellen. Aber dann hole ich mir wieder für die pinke auf jeden Fall. So, dann noch Kleber drauf. So, und das klebe ich mir jetzt genau in die Mitte von meinem bordeauxroten Designpapier. Dann habe ich da noch diesen Streifendesignpapier. Der ist von der einen Seite halt Uni. Das ist das gleiche Papier, was ihr in der Mitte seht. Das ist jetzt halt die Rückseite davon. Und die mache ich mehr oben hin. Das geht auch nicht komplett durch. Da ist so ein Spalt. Aber das ist nicht schlimm, weil die Seite jetzt eh bedeckt wird mit dem Kreis, den ich mir da ausgestanzt habe. Genau. Und legen wir nochmal den Vogel hin. Der soll da nämlich drauf. Und dann auf dem Sketch fehlt der so ein Eckchen vom Kreis und dann muss ich erstmal gucken, wie viel ich da wegnehmen kann. Zum Beispiel, glaube ich, schon ein bisschen wenig und dann habe ich noch ein Stückchen weggenommen. Genau, und jetzt sieht man nämlich gar nicht, ob das dahinter der blaue Streifen da durchgeht oder nicht. Deswegen, das war total egal. Dann klebe ich mir jetzt meinen Kreis da auf. Genau zentriert, linksbündig sozusagen. Und dann fällt mir ein Mist, ich wollte noch Stickerlinie verwenden. Yay! Aber zum Glück ist das nicht so ganz darunter, da habe ich ein bisschen Platz, da kann ich das so drunter schieben. Dann nehme ich mir jetzt die schmalsten, die sind auch wieder von Love From Dizzy, in so einem. Ja, ich finde, das hat mit diesem Bordeaux einfach super gut gepasst, ne?
Ja, jetzt hätte ich anders gemacht, wenn ich es nicht schon drauf geklippt hätte. Aber egal, es hat ein bisschen viel verschwendet von den Linien. Aber da muss ich jetzt einfach durch. So, dann klebe ich mir das Ganze auf meine Mattung auf. Das ist auch Kraftpapier. Weil ich hatte auch erst dunkle Farben mir da so drunter gelegt. Aber das wären alles nur so dunkle Karten geworden. Und dann habe ich gedacht, so Kraftpapier ist doch schon relativ neutral, das geht schon. Und deshalb habe ich das da ab und zu auch mal verwendet, tatsächlich. Immer mit diesem Bordeaux-Rot hat das eigentlich ganz gut funktioniert, fand ich. Also finde ich immer noch, ne? Genau, dann mache ich mir da Foam Squares, also die Klebequadrate drauf, keine Ahnung, wo ich die her habe. Also die mache ich auf meinen embossen Sticker drauf, auf dieses Vögelchen. Mach die Schutzfolie ab. Wie heißt denn das? Da gibt es einen anderen Begriff für, aber ich komme da jetzt nicht drauf. Ist auch egal. Und dann klebe ich mir den auf. Und da hatte ich schon vorher überlegt, mir noch einen anderen drauf zu kleben, weil da ist schon noch so viel Platz und so viel Weiß. Da überlege ich dann doch den, aber irgendwie hat mir nicht gefallen. Genau, deswegen. Und der hat auch farblich besser zum Vogel gepasst, ne? Genau, den klebe ich mir dann aber flach auf. Und dann nehme ich wieder diese schönen Glitzersteinchen, diesmal in Pink. Und das hat auch farblich so gut dazu gepasst, fand ich. Dann nehme ich die mittlere und die kleinere Größe. Ja, und dann die Karte auch fertig. Achso, der Spruch. Clear Stamps. Oh, ich weiß nicht, verschiedene Sprüche, verschiedene Anlässe. Ihr werdet gelesen haben können, ich nicht. Und da habe ich mir noch das große bunte Chamäleon genommen. Finde ich auch sehr schön. Und jetzt muss ich kurz gucken, genau. Die Karte im Querformat. Genau, da waren viele Elemente drauf, aber ich habe es tatsächlich durchgezogen und alle genommen, außer diese beiden Knöpfe oder was das sein sollte. Die habe ich weggelassen. Genau, da habe ich auch drei verschiedene Designpapiere verwendet und die matte ich mir alle mit dem gleichen Grünton. Also es waren noch drei verschiedene Größen und das macht man dann so im Wechsel rechts, links so übereinander, ne? Und dann habe ich natürlich noch mein Auflegerpapier, Designpapier, ne? Genau. Das ist natürlich ein bisschen zurückhaltender. Und die Farben sind alle sehr ähnlich, weil ich wollte jetzt auch nicht, dass das zu kunterbunt wird. Genau, das klebe ich mir dann erstmal wieder auf meine Mattung und auf meinen Kartenrolling auf. Kämpfe immer noch mit meiner Nase, die furchtbar juckt. Genau, dann gucke ich, dass ich mir das alles noch richtig kürze. Dass die Mattung überall ungefähr den gleichen Abstand hat. Boah, hier fliegt so eine Fliege rum, so ein Brummer, irgendwie nervt's. Genau, dann mache ich mir da schon mal Klebeband hinter. Und dann seht ihr jetzt gleich, wie ich mir das hinlege. Also erstmal das große Stück, das mache ich dann quasi, also das ist die rechte Seite eigentlich von der Karte. Und das ist halt schmaler, kleiner, deswegen das kommt dann auf die linke Seite und so sieht man, dass das so geschichtet ist sozusagen, ne? Also bei dem einen Designpapier ist rechts, unten und oben der gleiche Abstand und bei dem anderen Designpapier ist halt links der gleiche Abstand wie rechts. Oh Gott, ich glaube, es wird zu kompliziert. Auf jeden Fall hatte ich mir da noch ein Rechteck ausgestanzt und da hatte ich ja meinen Spruch drauf gestempelt für dich. Das habe ich mir auf der rechten Seite, habe ich mir noch so ein Reststück Pappe genommen, weil, oder Cardstock eher gesagt, weil das sonst so runtergefallen wäre, also weil das Designpapier doch recht dick ist. Und dann habe ich mir unten aus grünen Glanzkarton ein Bannerchen geschnitten. Das habe ich dann auf das weiße, boah, heute bist du echt stumm, auf dem weißen Stanzteil aufgeklebt. Dann habe ich mir noch mein, ist das ein Tiger? Was ist da ein wildes Tier? Das ist kein Löwe, oder? Ich glaube, es ist ein Tiger, ne? Nee, Tiger auch nicht. Gepard? Leopard?
Leopard, ne? Es ist doch bestimmt ein Leopard. Ich glaube schon. Den habe ich mit Flüssigkleber festgeklebt und dann habe ich mir noch von diesen Halbperlen von Action in diesem Grünton welche drauf gemacht. Drei rechts unten und zwei links oben. Und fertig. Und ich finde, dass man da so viele Designpapiere verwendet hat, das hat echt gut gepasst so. Ich finde, das wirkt nicht überladen, obwohl das eigentlich viel ist. Und da, boah, da habe ich, das hat mir so gar nicht gefallen. Deswegen habe ich da eigentlich fast gar nichts von genommen. Ich habe mir nur ich habe zwei verschiedene Designpapiere genommen, aber da war auch noch so ein Banner, der so schräg unter dem Designpapier drunter hängt und ein Doily und das hing alles so schräg und das hat mir nicht gefallen. Deswegen habe ich da eigentlich nur das kleinere Designpapier genommen, das habe ich mir gemattet. Und was so schräg halt auf dem Sketch auch drauf war, und das klebe ich mir auch so schräg hin. Und so gefällt mir die Karte auch gut. Die ist halt so schlichter und ich finde die schön so. Das andere war mir einfach viel zu viel. Und deshalb habe ich es weggelassen. So, das habe ich da jetzt eben so schräg aufgeklebt. Dann habe ich mir noch ein auf Kraftkarton, Kraftpapier, beste Wünsche drauf gestempelt. Und das klebe ich mir dann auch wie auf dem Sketch einmal so schräg drüber. Und da nehme ich jetzt wieder die Liniensticker von Love from Lizzie. In diesem, ja, ist das schon ein lila Ton, oder? Schon. Ich sag ja. Da wollte ich eigentlich andere nehmen, aber weil die so zusammengeklebt haben und ich weiß, dass dann gehen die nachher kaputt, dann benutze ich es lieber. Wenn die so verdreht auf den Folien kleben und man packt die dann zusammen weg und so, dann reißt das nachher ab und so und dann kleben die woanders dran und deswegen habe ich die einfach direkt jetzt genommen, sonst hätte ich breitere genommen. Genau, dann auf mein Aufleger mache ich jetzt wieder ATG-Tape drauf und klebe mir das auf meine Mattung. Auch wieder dieses Kraftpapier und auch das kürze ich mir dann noch zurecht. Und so gefällt mir das gut. Also werde ich da jetzt noch den Doily und den Banner so. Okay, mit dem Banner war ich doch so am Überlegen, ob ich den dahinter machen soll, aber eigentlich vielleicht mal mit anderem Papier oder so. Aber so bin ich jetzt mit dem Sketch zufrieden, ehrlich gesagt. Da suche ich mir noch so ein kleines Blümchen aus. Da mache ich mir jetzt auch diese Foam Squares hinter. Einfach um noch so eine Kleinigkeit da jetzt mit reinzubringen auf die Karte. Und dann kommen noch ein paar Glitzersteinchen wieder dazu. Wieder die restlichen Pinken, die ich da noch habe. Und dann ist die Karte auch fertig. Und mir gefallen die Karten sehr gut. Sehr schön. Mal gucken. Und jetzt kommt der letzte Sketch, wie ich sehe. Genau, jetzt muss ich erstmal überlegen. Ah ja. Das hatte ich mir ursprünglich für eine andere Karte ausgestanzt, das Designpapier, wo ich jetzt Kleber drauf mache. Das ist mit einer Stanze ausgestanzt. Aber das hatte jetzt zu dem Sketch einfach super gepasst und deswegen habe ich das dafür genommen. Und das habe ich mir jetzt wieder mit Kraftpapier gemattet. Und dann klebe ich das zentriert auf das andere Designpapier drauf. Das ist überall so Pfauen sollen das sein. Also auf beiden Papieren sind Pfauen, in einer anderen Zeichenart sozusagen. Genau, das klebe ich mit zentriert drauf. Dann ist da so ein Bannerchen und ich habe tatsächlich so schöne Bannerchen-Stanzen. Das war mir auch nicht so bewusst. Und da habe ich wo die Spitzen sind sozusagen, hatte ich mir schon meinen Spruch hingestempelt. Und ja, dann lege ich das zu groß, dann lege ich mir das halt so hin, wie ich es gerne haben möchte. Mehr nach oben hin, sozusagen von der Mitte aus gesehen. Genau, und dann matte ich mir das Ganze auch wieder auf Kraftpapier. Ich hatte auch überlegt, erst so Bordeaux-rotes Papier. Ich weiß gar nicht, ob ich das habe. Ich glaube aber schon. Aber das wäre dann so dunkel geworden, so insgesamt. Und da. So ist schon besser. So, jetzt habe ich natürlich wieder vergessen, die Stickerlinien aufzukleben, weil das mir sonst ein bisschen zu wenig war. Dann muss ich es halt im Nachhinein aufkleben, ne? Nützt ja nichts.
Und das mache ich dann mit so einem Messerchen weg. Das habe ich mal vom Tausch gekriegt und das ist echt super. Tausch, sag ich schon, von einer Kooperation habe ich mir das ausgesucht und das ist echt super. Kann ich nur empfehlen. Diese Klinge sieht auch ganz anders aus als jetzt zum Beispiel das vom Action oder so. Und dann habe ich mir hier auch noch einen Leoparden ausgesucht. Und so wie es aussieht, klebe ich mir den auch noch mal mit den Klebequadraten, also erhöhe ich mir den mit den Klebequadraten. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir meine Info da lasst, wie ihr denn die Karten findet, ne, wie euch die gefallen. Ich mache natürlich wieder Fotos von den Karten, nehme den Sketchen und lade das Ganze auf meinem Blog hoch unter www.bieneskreativewelt.de. Da habe ich auch einen kleinen Shop, da verkaufe ich meine Karten und auch ein paar andere selbstgemachte Sachen und auch mal Material, wenn das noch übrig bleibt. Genau, und da mache ich jetzt auch die Klebepunkte. Und ich habe auch einen Reiter, was ich benutze. Da trage ich auch ein, halt alles, was ich benutze, wo ich es her habe. Und da könnt ihr ja auch gerne mal schauen. So, zack, fertig. Finde ich auch schön. Dann zeige ich euch jetzt nochmal alle Karten ganz in Ruhe. Achso, und ich bin jetzt auch bei Patreon mehr aktiv. Da könnt ihr für ein paar Euro schon, also ich mache da monatliche, ich mache da extra Videos, die ich hier bei YouTube nicht zeige. Und auch Infomaterial zu dem, was ich alles so mache, wann ich, also behind the scenes und sowas alles. Und halte euch da so ein bisschen auf dem Laufenden. Und wenn ihr mögt, könnt ihr da ja gerne mal reinschauen. Das ist Patreon. Den Link packe ich euch in die Infobox rein. Würde mich freuen, euch da anzutreffen, sozusagen. Und ja, da gibt es halt andere Sachen als jetzt hier bei YouTube zum Beispiel, ne? Genau, und ja, doch, ich bin zufrieden mit meinen Karten. Muss ich sagen, es war wirklich schwer, auch damit zu arbeiten. Also das Zueinanderpacken der Designpapiere, da habe ich schon echt ein bisschen Zeit für gebraucht, um zu gucken, was mit was wirklich harmoniert. Und ich habe oft wieder was ausgetauscht und anderes genommen und so. Also da musste ich schon gucken. Genau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und würde mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Und auch wenn ihr meinen Kanal abonniert, das würde mich sehr glücklich machen. Und ja. Danke fürs Zuschauen und ich sage jetzt schon mal, das nächste Video kommt schon bald. Und ja, tschüss, ihr Lieben.